Darf ich vorstellen, das ist meine rechte Hand und das hier mein rechter Zeigefinger. Und der hat magische Kräfte. Durch seine Berührung kann ich Geräte bedienen, wie zum Beispiel dieses Telefon hier. Das hat gar keine Tasten mehr, wie dieses ältere Gerät. Hier kann ich die Zahlen direkt auf dem Bildschirm anwählen. Und das Telefon weiß dann, welche Nummer ich wählen möchte. Und nicht nur tippen klappt. Ich kann mit dem Finger auch zum Beispiel Bilder hin und her schieben. Auch im Auto funktioniert das Navigationsgerät einfach durch ein Tippen mit dem Finger. Sogar ganze Computer lassen sich inzwischen schon direkt am Bildschirm mit dem Finger bedienen. Da kann ich zum Beispiel Fotos von meinem Besuch in Südafrika hin und her schieben. Oder ich kann auf der Maus-Homepage ein bisschen Unfug treiben. Und all das funktioniert ganz ohne Maus, also ohne diese Computermaus hier. Es funktioniert einfach nur über den Touchscreen. Touch ist Englisch und heißt berühren. Und Screen heißt Bildschirm. Das ist ja auch logisch, denn man berührt den Bildschirm, wie zum Beispiel hier am Bahnhof. Das ist ein Fahrkartenautomat. Leicht tippen und ich kann dem Automat sagen, wohin ich verreisen möchte. Zum Beispiel nach Berlin zum Hauptbahnhof. Dafür brauche ich nur meinen Finger, und zwar den nackten. Wenn man Handschuhe trägt, dann funktioniert das nämlich nicht. Aber was macht den nackten Finger so besonders? Um das herauszufinden, bekomme ich Hilfe. Und zwar von Herrn Grafe. Er macht mir den Automat mal auf. Hier in der Tür steckt der Bildschirm. Und den kann man so runterklappen. Dann sieht man, der Bildschirm ist gar nicht das, was ich mit meinem Finger von außen berühre. Ich berühre eigentlich diese Glasscheibe. Die ist vor dem Bildschirm. Normalerweise passiert nicht viel, wenn ich Glas anfasse. Ich hinterlasse höchstens einen fettigen Abdruck, wie hier auf der Kameralinse. Aber die Glasplatte im Touchscreen ist anders. Darauf sind ganz dünne Linien aus Metall. Die sind allerdings so fein, dass man sie nicht sehen kann. Deshalb haben wir so eine Platte mal nachgebaut. Es gibt verschiedene Techniken, wie ein Touchscreen funktioniert, und wir zeigen mal eine davon. So in etwa sieht das aus. Die feinen Metallstreifen sind direkt auf die Glasscheibe aufgebracht. Und zwar gibt es welche, die sind unten, und welche, die sind obendrauf. Darüber liegt noch eine Glasplatte. Die ist einfach nur zum Schutz da. Die Linien müssen aus Metall sein, damit sie Strom leiten können. Das funktioniert mit kleinen elektrisch geladenen Teilchen. Die sind so klein, dass man sie nicht sieht. Man kann sie sich so als Kugeln vorstellen. Solche Teilchen können entweder positiv geladen sein oder sie sind negativ geladen. Plus und Minus kennt man ja von der Batterie. Da könnte genauso gut was anderes stehen, zum Beispiel Max und Moritz oder Hänsel und Gretel. Ganz egal. Plus und Minus, darauf hat man sich mal geeinigt, um einfach klarzumachen, die elektrisch geladenen Teilchen sind nicht alle gleich. Und das ist wichtig, denn unterschiedlich geladene Teilchen ziehen sich gegenseitig an. Und gleich geladene Teilchen stoßen sich ab. Also Minus und Plus ziehen sich an, Plus und Plus stoßen sich ab und Minus stoßen sich auch ab. So ist es auch im Touchscreen. Diese Metalllinien haben Leitungen. Und die laufen zu diesem schwarzen Teil. Das ist ein Mikrochip. Den findet man auch in Computern. Und dieser Mikrochip macht jetzt Folgendes. Der schickt auf die Leitungen elektrisch geladene Teilchen. Auf die einen Leitungen schickt er diese blauen Kugeln. Das sind die positiv geladenen Teilchen. Und auf die anderen Leitungen schickt er die negativ geladenen Teilchen. Das sind die roten Kugeln. Unterschiedlich geladene Teilchen ziehen sich an, das wissen wir inzwischen. Das bedeutet, die roten Kugeln bleiben da hängen, wo sie auf eine blaue Kugel treffen, an den Schnittpunkten dieser Linien. Wie viele Teilchen da hängen bleiben, kann der Mikrochip zählen. Hier sind es 5 Stück, und das merkt er sich. Und so schickt der Mikrochip auf alle Leitungen rote Kugeln. Und überall, wo die roten Kugeln bei den blauen Kugeln hängen bleiben, zählt der Mikrochip, wie viele Kugeln das sind. So werden nacheinander alle Schnittpunkte gemessen. Das geht natürlich richtig schnell. Und der Mikrochip weiß zu jedem Zeitpunkt ganz genau, wie viele rote Kugeln gerade von den blauen Kugeln festgehalten werden. Da, wieder 5.
Und das ist der Zustand, in dem sich der Fahrkartenautomat befindet, bevor er angefasst wird. Und dann kommt mein Finger ins Spiel. Das Besondere ist nämlich, im ganzen menschlichen Körper, also auch im Finger, befinden sich elektrisch geladene Teilchen. Das ist ganz normal. Hier sieht man die blauen und roten Kügelchen. Wenn ich jetzt mit dem Finger in die Nähe des Touchscreens komme, wandern die negativen Teilchen nach vorn in die Fingerspitze. Die roten da. Und die blauen, positiv geladenen Teilchen, die wandern in Richtung Finger. Und so können sie keine negativ geladenen Teilchen in den Metallbahnen mehr festhalten. Und das erkennt der Mikrochip auch. Und er weiß, da wo keine Teilchen hängen bleiben, muss der Finger sein. Und in unserem Beispiel ist an dieser Stelle eben genau das Feld für Köln Hauptbahnhof. Wenn ich etwas weiter unten drücke, passiert genau dasselbe. Die blauen, positiv geladenen Teilchen aus dem Touchscreen und die roten, negativ geladenen Teilchen aus meiner Fingerspitze ziehen sich an. Und das heißt, die negativ geladenen Teilchen aus dem Touchscreen können einfach vorbeirauschen. Da ist also der Finger. Und weil hier ausgerechnet das Feld Berlin Hauptbahnhof ist, sagt allein die Berührung meines Fingers auf dem Touchscreen, wohin die Reise gehen soll. Und während Herr Grafe den Automat wieder zumacht, gucke ich mir schon mal Fotos von Berlin an. Die kann ich nicht nur antippen, ich kann sie sogar hin und her schieben. Das funktioniert, weil im Touchscreen ständig alle Schnittpunkte der Metalllinien gemessen werden. Und so kann der Computer die Position meines Fingers schnell erkennen und das Foto gleichzeitig hin und her schieben. Ah, und der Automat ist wieder funktionstüchtig. Sehr gut, dann kaufe ich mir jetzt mal meine Fahrkarte. Dafür brauche ich ein bisschen Geld und die magische Kraft meines Fingers.